Ich bin in Saudi-Arabien geboren, in Jeddah, und da aufgewachsen, zur Schule gegangen. Meine Eltern stammen ursprünglich aus dem Sudan. Als ich fertig mit meinem Abitur war, habe ich nach einem Studienplatz da gesucht, aber vergeblich, da in Saudi-Arabien das nicht ging. Ich bin mit Begleitung von meinem Vater hier nach Deutschland gekommen, nach Berlin. Ich erinnere mich, das war in einem Hotel in der Kantstraße. Er hat mir gesagt, das ist die längste Straße in Berlin. Und alles war aufregend, neu. Nachdem er aber weggefahren ist, das war sehr schmerzhaft. Ich habe mich so allein gefühlt. Ja, mit Medizinstudium, natürlich war das mein Traum. Vielleicht ist immer noch mein Traum. Ich habe das Vorklinikstudium beendet, bis auf einen Schein. Und dann ist was gravierend sozusagen in mein Leben passiert. Ich habe leider Gewalterfahrung gehabt im Studentenwohnheim, wo ich gewohnt habe. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich alles in mein Leben geändert. Und dann habe ich einfach, das war auch so ein Punkt in meinem Leben, wo ich meine X-Immatrikulation im Amt, im Immatrikulationsamt, die Mitarbeiterin ausgehändigt habe. Ich muss jetzt wirklich weinen, weil das war Ende von meinem Traum. Ja? Aber die habe ich freiwillig gemacht. Und auch gleichzeitig mich von diesem Last inklusiv so also entlastet. Es war Entlastung, aber es war auch sehr schmerzhaft. Weil nach diesem Traum, also um diesen Traum zu erreichen, bin ich hier extra gekommen, meine Familie verlassen, meine gewohnte Art zu leben und meine lieben Menschen alle verlassen, um diesen Traum zu verwirklichen. Ja, also nach ich meine Ex-Immatrikulation abgegeben habe, war ich mit meinem Gesundheitszustand beschäftigt, Therapien, ich hatte Probleme auch mit den Füßen. Aber wie kam dazu überhaupt, dass ich Sozialarbeit studieren wollte und musste und immer noch, dass ich gesagt habe, ich musste irgendwas mit Menschen machen, in Kommunikation mit Menschen, ihre Sorgen, ihre Probleme, ihre einfach mit Menschen sein. Dann war ich bei Alisa Salomon, habe ich erzählt, dass ich Medizin studiert habe, Vorklinikscheine habe und so weiter. Und sie meinten, oh ja, warum nicht? Bewerben Sie sich, wir können nicht versprechen, aber warum nicht? Ich habe gesagt, diesmal aber wirklich, das ist so ein Kampf. Ich muss diesen Kampf schaffen. Gar nichts wird mich abbringen, dieses Studium nicht zu beenden. Ich will nicht sagen, wie man auf Deutsch sagt, über Leichen gehen, aber so ungefähr. Ja, die Hochschule war wirklich ein Platz für mich, um mehr über die Welt zu erfahren, wie die Gesellschaft wirklich funktioniert. Und dann habe ich wirklich, ich bin sehr dankbar für meine Professorin und Dozenten, Professorinnen, die mir viel beigebracht haben. Und wie Rassismus funktioniert, wie Kapitalismus funktioniert. Also eine Freundin von mir hat erzählt über Rosa Luxemburg Stiftung. Und sie wusste auch, dass ich auch diesen Job ausübe. Und das ist so anstrengend, auch mit Studium zusammen zur ASH zu fahren, nach Hellersdorf und
alles mit Kind und so weiter. Und ich meinte, okay, probier mal, Wofa. Ich habe gesagt, nee, ich glaube, ich bin alt. Also was, ich glaube, ich bin tatsächlich alt und das ist zweites Studium und keine Chance. Und dann kam die Zusage. Ich war so glücklich, aber ich habe mich so bemüht, in dieser Bewerbung, zweite Bewerbung, alles nochmal zusammenzufassen. War viel für mich, aber es hat sich gelohnt. Ich bin glücklich. Ja, durch das Stipendium haben viele Türen für mich aufgemacht, sozusagen. Weil ich war fixiert erstmal, wie wir die Miete zahlen, wie ich überhaupt meinen Tag organisieren kann, alles unter ein Dach zu bringen mit meinem Kind und Arbeit. Aber dann konnte ich mich das Studium wirklich widmen, ja. Und es hat mir viele, also Sicherheit gegeben auch, ja, Stabilität. Neben der finanziellen Sicherheit auch diese Sicherheit, mich zu vertiefen, ja. Ich kann wirklich mir Zeit nehmen, die Texte zu lesen, zu recherchieren, mich auch zu engagieren, politisch zu engagieren. Ich war dann bei Each One Teach One ehrenamtlich. Das ist ein Verein in Deutschland von schwarzen Autoren und gleichzeitig Jugendprojekt für schwarze Menschen, schwarze Jugendliche in Deutschland. Auch inzwischen habe ich Coaching-Ausbildung gemacht, dreijähriges Ausbildung in prozessorientierter Arbeit als Supervision und ich habe auch ein einjähriges Ausbildung als Antidiskriminierung Beraterin auch absolviert. Also ich musste allgemein jetzt mich engagieren, ist klar, aber als Klientin schwarzer Frauen Sternchen begleiten, coachen. Nicht nur schwarze Menschen, ich musste alle Menschen unterstützen, um ganz ehrlich zu sein.